So, hallo liebe Menschen da draußen. Liebe Lichtseelen. Das ist die Ankündigung für den 14. Herzheilungsabend. Am 3. Dezember 2021. 20 Uhr deutsche Zeit. Mit der Juna. Und Ralf. Genau. Diesmal ist das Thema eine Katze. Nein, diesmal ist das Thema Brückenbau und große Versöhnung. Und ich werde die astrologischen Konstellationen beschreiben vorneweg. Wir haben ja auch eine Sonnenfinsternis, dazu werde ich auch was sagen. Ansonsten geht es wirklich Mitte Schütze um ganz wichtige Themen von Heilung und Versöhnung. Ja. Was bist du denn für eine Hübsche? Die Mama-Katze. Ach Gott, oh Gott. So. Versöhnung. Ja, es geht vor allem um die Versöhnung mit den verloren gegangenen inneren Anteilen, die jetzt alle ins Licht treten und geheilt und integriert werden müssen wieder. Genau, Arjuna wird im Hintergrund energetisch arbeiten. Wie gesagt, ich astrologisch. Und das ist wirklich die letzte Etappe einer großen Heldenreise, wo jetzt diesmal die Konstellation stattfindet. Der Neumond. Und es geht wirklich um das Verschmelzen all dessen, was im Laufe einer großen Entwicklung und Reise getrennt, gespalten, abgespalten, verloren gegangen ist und so weiter. Wichtiger Abend. Das Ganze wird wie immer in einer Heilreise ablaufen. Und ja, wie immer geht man nicht nur mit den integrierten Anteilen nach Hause, also wieder ein Stückchen mehr ganz und heil, sondern bekommt natürlich auch immer eine Gabe, ein Geschenk. Genau, das ist in dieser Etappe und Phase der Heldenreise eigentlich archetypisch vorgesehen, dort in der letzten Etappe, dass so die Integration dessen, was geheilt werden soll, von der Reise oder von den Führern der Reise, den Mentoren, immer noch ein Geschenk, ein magisches Geschenk, so wie es im Film gegeben wird. Und das wird sozusagen auch einfließen in diesen Abend. Ja. Haben wir es? Ich glaube schon. Wieder mit Tier. Super. Also, wir freuen uns auf euch. Auf jeden Fall. Anmeldung wie immer bis 14 Uhr am Freitag unter herzheilungsabende@posteo.de. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.